Der MaxDruck 2T ist ein neues, innovatives Staplerkonzept, entwickelt für größere Flexibilität in der Materialhantierung und der Fähigkeit, sperrige Lasten in engen Räumen zu lagern. Sein einzigartiges Design und Beweglichkeit zusammen mit neuer Technik im Antrieb und Hydrauliksystem führt zu höherer Effektivität und weniger Energieverbrauch als bei konventionellen Staplern. Der MaxDruck 2T ist äußerst flexibel in der Anwendung und kann leicht lange Lasten durch enge Gänge manövrieren. Der MaxDruck 2T kann für alle normalen Güter im Industrie- oder Transportsektor, wo die Größe stark variiert, angewendet werden. Normale Palettenhantierung, rein oder raus aus den Gestellen, ist leicht auszuführen, da er sich problemlos seitlich dreht, ohne Wendung, wie dies bei Kontragewichtsstaplern notwendig ist. Der Stapler kann also Güter in Tiefen hantieren und so zwei Palettengestelle von einer Seite bedienen. Der MaxDruck 2T hat eine Kapazität von 2 Tonnen, eine Hebehöhe bis zu 4,2 Metern und an der Vorderseite eine maximale Reichweite von 2,5 Metern mit einer Last von 500 Kilogramm. Ein patentiertes Monitorsystem sorgt für Sicherheit während dem Arbeitsablauf und hilft dem Fahrer, die Kapazität des MaxDruck 2T optimal auszunutzen. Das Lasten der Güter über der Kabine verbessert die Sicht des Fahrers. Zubehörteile verbessern die Vielseitigkeit des MaxDruck 2T enorm. Zum Beispiel das Montieren einer Plattform, die direkt von einem Armaturenbrett aus gesteuert wird, welches das Anwenden des Staplers für diverse Arbeiten möglich macht. Die Arbeitshöhe dieser Plattform ist bis zu 6 Metern, auch in einer 8 Meter Variante verfügbar. Ein innovatives, patentiertes Hydrauliksystem vermindert Energieverlust auf ein Minimum und braucht daher kein Kühlsystem. Kippvermögen sind ganze 106 Grad. Das Hydrauliksystem ist hinter einer Serviceluke montiert. Der Stapler wird von AC-Permanent-Magnetmotoren angetrieben, welche 10-15% effektiver als die konventionellen AC-Technologie sind. Alle Motoren können während des Arbeitsgangs Kraft zurück in die Batterie erzeugen. Der MaxDruck 2T ist konstruiert mit Ergonomie und hoher Sicherheit im Sinn. Beides für den Operateur und Personal in der Nähe des Staplers. Sein Steuersystem erlaubt ihm, den kürzesten und effektivsten Weg zwischen zwei Punkten zu wählen. Er wird mit einer 25% kleineren Batterie als die bei konventionellen Gabelstaplern angetrieben, mit einer minimalen Kapazität von 8 Stunden mit einer Aufladung. Nach 2 oder 3 Schichten kann die Batterie mit einer geladenen ersetzt werden, welches die Lebensdauer jeder Batterie verlängert. Hohe Technologie zusammen mit innovativen, patentierten Lösungen versichern, dass der MaxDruck 2T die höchste totale Effektivität liefert.